Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Police Simulator Patrol Duty. Eigentlich war ich hier gerade auf der Suche nach ein paar Drogendealern und ich habe auch schon zwei von dreien hier erwischt, aber gerade kam ein neuer Einsatz rein und zwar ist hier irgendwie ein Bankräuber unterwegs und ihr seht schon, wir sind mit einem neuen Auto unterwegs, dazu später mehr. Es ist ein Bankräuber unterwegs, der in dem Shelly Expressway beschleunigt und den müssen wir jetzt mal finden und fangen. Deswegen würde ich sagen, geben wir mal Gas und dann Attacke. Wir sind jetzt mit dem besten Auto sozusagen unterwegs, mit dem, was man als letztes freischaltet. Und ich muss sagen, die Beschleunigung ist tatsächlich relativ krass, aber irgendwann blockt er ab. Irgendwann kann man nicht mehr schneller fahren, leider. Aber ihr seht, es geht damit relativ schnell, relativ zügig voran. Hoffen wir, dass es schnell genug ist, um den Bankräuber zu finden. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also wir müssen uns hier offensichtlich quer durch die Stadt bewegen. Ich habe auch irgendwas von Cloverleaf oder sowas gelesen, wenn ich mich recht erinnere. Wir können noch mal schnell die Beschreibung aufmachen. So. Fliehender Dieb. Shelly Expressway. Okay. In einem Virgie Chase. Was ist denn das? Wir werden es gleich sehen. Oh, hier ist die Bank. Da ist er. Das ist er. Müssen wir schnell... So, jetzt... Den kriegen wir. Den schnappen wir. Bin relativ flott unterwegs, das heißt, es müsste eigentlich möglich sein, aber wie wir den hier abdrängen können, das ist mir noch nicht so ganz klar. Also, wir übernehmen, wir hängen uns dran, können nochmal schnell checken, ob es wirklich ist. Das ist die Frau Victoria, der das Auto gehört. So, jetzt müssen wir mal gucken. Nicht registriertes Fahrzeug, aha, da haben wir es doch schon. So, in der Stadt ist es immer sehr, sehr aufregend und sehr, sehr spannend hier, diese Verfolgungsjagden, weil sie vollkommen unberechenbar sind, aber... So, ah, ich dachte... Oh, so. Den kriegen wir. So, stehen geblieben. Scheiße. So, nochmal rein. Rein in die Karre. Komm, fahr! Das ist ja wirklich eine Verfolgungsjagd. Sondergleichen hier. In der Stadt. Unglaublich gefährlich. Aber für sowas gibt es vermutlich kein Lebenslang, ne? Man weiß es nicht. So. Auch wie wir hier fahren. So, okay. Mal gucken, ob wir ihn jetzt kriegen. Wirklich die spannendste Folge bis jetzt hier. Ich habe auch wieder ein bisschen weiter gespielt. Allerdings nur ein bisschen, weil der Abstand zum nächsten Rang war jetzt doch ein bisschen größer. So, den haben wir. Durchschaut. So, jetzt wird er wieder abbiegen, ja, das war mir schon klar. Muss immer gucken, dass man nicht hier an irgendwelchen Stoppschildern hängen bleibt oder so. Aber ich glaube, wir kriegen den gleich. So. Scheiße, der ist wieder abgehauen. Ah ne, der ist noch hinter uns. Oder? Ja, der ist noch hinter uns. Mal schnell gucken, da ist er doch. Mit Sturmhaube hier. So, stehen geblieben, Polizei. Ich glaube, ich hole auch mal eine andere Waffe hier raus, eine Pistole. Wir müssen noch ein bisschen näher ran, sonst wird er sich zu sicher fühlen. Ich glaube, wir kriegen den jetzt gleich. So, stehen geblieben. Ende der rücksichtslosen Raubesfahrt, Diebesfahrt hier. So, da haben wir's. Sie sind festgenommen. Alright, okay. I won't move. Ja, das würde ich Ihnen auch raten, dass Sie sich nicht mehr bewegen werden. So, ich möchte sie einmal abtasten. No, I don't think so. Wir gucken, was er dabei hat. I'm not very comfortable with that, but okay. Findet er nicht angenehm. Die Verfolgungsjagd fand ich jetzt auch nicht so unbedingt angenehm. Sie haben nur eine Kokaintüte, eine Crackpfeife und einen Schlagring dabei? Hä? Ich dachte, sie hätten gerade eine Bank... Ich dachte, er hätte eine Bank überfallen. Wo ist denn ihr Diebesgut? Die Crackpfeife. Okay, sie sind erstmal festgenommen. Ich glaube, ich habe hier den richtigen gefunden. Und, dann rufen wir einmal kurz die Kollegen, dass sie den hier mitnehmen. Mensch, was eine Verfolgungsjagd hier. Okay. So, der hat den Kaffee dringend nötig, der Herr hier, so wie der hier durchlatscht.
Gut, warten wir mal kurz, dass die Polizei kommt und dann können wir gleich unsere Streife fortsetzen und hoffentlich noch den letzten Drogendealer finden. Die hängen immer so ein bisschen so in der Ecke. Ich habe aber jetzt auch verstanden, wie man den Computer nutzt. In dem Auto. Ja. Hier einmal mitnehmen. Kaum zu verfehlen. Und dann müssen wir das Auto gleich noch abschleppen lassen. Kaum zu verfehlen mit der Sturmhaube. Aber ich glaube, dass der wird eine gute Strafe bekommen hier für seine Aktion. Nur was mich nach wie vor stutzig macht, ist, dass wir überhaupt kein Diebesgut gefunden haben. Er hatte zwar eine Geldrolle dabei, aber das schien seine eigene zu sein. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das klappt. Das möchten wir einmal abschleppen lassen. Genau. Und ich würde hier schon mal, glaube ich, zur Seite fahren. Ich weiß auch gar nicht, ob der Abschlepper hier hinkommen kann. Müssen wir gleich mal gucken. Ah, Notruf abgeschlossen. Bankräuber der Angeli Expressway beschleunigt. Okay. Aber es hätte ja jeder sein können hier. Es war ja gar nicht so ersichtlich, dass es jetzt ein Bankräuber ist. Aber er ist an der Bank gestartet. Gut. Dann würde ich sagen, fahre ich mal schnell zurück zum Einsatzgebiet und gucken wir mal, was uns noch so erwartet hier. Okay, und da sind wir wieder in entspannter Atmosphäre hier in dem eigenen Gebiet. Ich würde sagen, ich guck mal hier links. Ist natürlich hier immer so ein bisschen die Suche, es ist noch gelb. Ist immer so ein bisschen die Suche nach der Nadel im Heuhaufen hier. Was ist das denn da vorne für eine Person? Die sieht mir so aus, als ob sie... Moment... Au, gesuchter Krimineller. Malcolm Singh. Ja, ich glaube, das ist unser Mann hier. Die stehen nämlich immer so ein bisschen in den Ecken. Am Tag ist es noch einigermaßen möglich, die zu finden. In der Nacht finde ich das schon relativ kompliziert. Aber gut, ich würde sagen, wir fragen den mal, ob er unser Mann ist. Um sich schießender Irrer. Ach du liebe Zeit. Ja, das nehmen wir mal an. Ich bin sofort da. Ich mache aber kurz noch hier den Drogi. Fertig? Ja, ja, das war schon wieder klar. Ah, komm. Das können wir uns doch sparen, guter Mann. Ich glaube, ich muss ihn... Ja, das musste ich jetzt mal machen. Jetzt musste ich tatsächlich mal Gebrauch von meiner Schusswaffe machen. So, einmal kurz Krankenwagen rufen. Central, do you copy? Oje, oje. Das war jetzt das erste Mal. Vielleicht hätte ich lieber Tränengas nutzen sollen oder so. Aber auch dann muss der Krankenwagen kommen. Ich habe ihm extra noch in die Beine geschossen. Was hättet ihr an meiner Stelle gemacht? Hättet ihr hier irgendwie den Taser rausgeholt? Hätte man auch den Krankenwagen nutzen müssen. Oder das Pfefferspray hier genutzt. Oder eben auch die Pistole. Ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt noch die Pistole direkt griffbereit im Holster. Deswegen dachte ich mir, nehme ich die mal. Okay, hier vorne ist er einmal. Nehmen Sie ihn einmal mit. Und dann können wir gleich zu dem um sich schießenden Irren fahren. Sobald er hier abtransportiert wurde. Aber ich möchte das noch kurz betreuen. Nicht, dass der uns hier doch nochmal irgendwie entwischen sollte oder so. Das wäre ja blöd. Also der sollte noch schnell im Krankenwagen sein und dann übernehmen die Ärzte hier. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, gute Fahrt, ne? Erholen sich gut und machen sowas nicht wieder, ne? Ich möchte sie nicht nochmal hier sehen. Gut. Dann steigen wir mal ein in die Karre und ich glaube, wir müssen gar nicht weit fahren, weil das ja unser Bezirk ist hier. So, wir müssen auch einmal hier Blaulicht anmachen. Jetzt können wir, glaube ich, hier starten. Der Verkehr musste sich erstmal auflösen hier mit dem Krankenwagen und so. Das war den Fahrern offensichtlich ein bisschen zu viel. Ich würde sagen, wir fahren die paar Meter hier und dann sollten wir jetzt gleich auch schon an dem Irren sein. Mal schnell schauen, wo er ist. Er muss, ah, hier. Der, das war's auch mal wieder komplett, ne? So, dann würde ich sagen, einmal kurz aussteigen und dann gucken wir mal, wer er jetzt hier ist. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angeschossen, aber wir sollten eigentlich eine... Verstecken Sie aber hervorragend. Ja, 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 es war klar. Okay, ich würde sagen, wir rennen mal hinterher und wählen dieses Mal aber Pfefferspray aus, weil er will ja offensichtlich nicht hören. Nein, er bleibt nicht stehen. Wir müssen schießen, wir müssen schießen. Er bleibt auch bei Pfefferspray nicht stehen. Wir können ja nochmal den Taser ausprobieren.
Aber ich habe eigentlich keine Lust mehr auf diesen Ringelpiez hier. So, jetzt machen wir den Zugriff. Ich habe die Waffe nochmal schnell gewechselt und jetzt... So, da hast du. Hab jetzt den Taser hier genutzt. So, ich glaube, wir brauchen einmal einen Krankenwagen hier. Er wollte nicht stehen bleiben. Auch mehrmals, ich habe es jetzt mehrmals versucht, er wollte nicht stehen bleiben. Ich habe es mit Pfefferspray versucht, das hat ihn überhaupt nicht gejuckt. Und jetzt hier mit dem Taser und das hat jetzt offensichtlich mal Wirkung gezeigt hier. Also einmal kurz den Krankenwagen rufen und dann haben wir das auch abgeschlossen. Und dann war das eine sehr erfolgreiche, eine sehr produktive Schicht hier. Also wir haben die Drogendealer alle gefangen, 100%. Unsere Schicht ist auch bald vorbei. Und wir haben hier auch alle Einsätze erledigt, die wir so reinbekommen haben. Das heißt, wir können uns jetzt gleich langsam aber sicher zurück auf den Weg zur Wache machen. Aber vorher müssen noch die Lost in Bay Paramedics zugreifen. So, einmal Taser hier, Kollegen. Okay. Ist er wie ein Bekloppter losgerannt. Was mich bei diesen Leuten hier immer ein bisschen fasziniert ist, was waren deren Ansinn? Das hat man nicht ganz rausbekommen. Wieso hat der da einfach mit seiner Waffe da rumgefuchtelt? Okay. Die haben 1, 2, 3 gesagt, aber schon bei 2 drüber gehoben. Das ist eine ganz besondere Taktik hier offensichtlich in Lost Bay. Gut, ich würde sagen, wir machen uns auf zur Wache, zurück auf den Weg zur Wache. Und werden unsere Schicht dann abschließen, denn wir haben kaum noch Zeit. Ich glaube, darin in dieser Schichtzeit werden wir nicht mehr viel schaffen. Und den Einsatz hier mit den Drogendealern im Seagull Park haben wir auch komplett erledigt. Das heißt, das war eine spannende Sache. Eine wilde Verfolgungsjagd hatten wir und zweimal den Krankenwagen. Ganz interessant. Ich würde sagen, wir fahren einmal schnell zurück und dann sehen wir uns kurz vor der Wache wieder. Und dann nehmen wir wieder Kurs auf den Feierabend. Ich glaube, hier vorne müssen wir nochmal links fahren und dann sind wir wieder an der Polizeistation. In den letzten Folgen hatten wir ja auch manchmal so Spurensicherungsarbeit und sowas mit dem Diner, was wir da untersucht haben und dem, hier ist ja unsere Lücke. Musste ich mich jetzt erstmal neu orientieren, denn wir haben jetzt hier diese Karre. Oh, die hat aber ordentlich Schaden genommen. Huiuiui. Gut, wir hatten natürlich auch hier die Verfolgungsjagd und so. Dafür sieht es eigentlich noch erstaunlich gut aus. Aber ich glaube, die muss erstmal einen längeren Aufenthalt hier in der Werkstatt haben. Gut, gehen wir einmal raus aus der Karre. Und ihr seht, das war jetzt das dritte Auto. Das da vorne hatten wir schon. Das da vorne hatten wir auch schon. Und das jetzt hier. In den letzten Folgen hatten wir manchmal Spurensicherungsarbeit. Heute war es wieder mehr Action hier mit den ganzen Verfolgungsjagden und so. Ich finde das Spiel ja eigentlich, es war jetzt schon ganz witzig, aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich alles gesehen hier in dem Spiel, ne? Also ich werde hier immer mal wieder reinspielen. So hin und wieder macht das sicherlich Spaß. Aber so jeden Tag kommt hier, glaube ich, nicht mehr eine Folge. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, wie ihr das machen würdet an meiner Stelle, was ihr hier vielleicht noch sehen wollt oder was ihr nicht mehr sehen wollt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, natürlich auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ihr seht, wir haben 3 Notrufe geschafft, verhalten nur 100%. Das heißt, wir können hier guten Gewissens bestätigen. Und in der nächsten Folge werden wir dann vermutlich wieder im Rang aufsteigen oder sind vielleicht auch schon im Rang aufgestiegen. Ganz kurz, damit man noch so den Überblick hat, wo wir uns im Moment befinden. Wir sind Polizist des Jahres. Wir sind Sergeant. Wir haben hier einige Einsätze schon fertig gemacht. Also hier in der Einsatzkategorie fehlen nur noch wenige. In der Notrufkategorie fehlen allerdings noch einige und in der Notruf 2-Kategorie da fehlen noch richtig viele. Das heißt, ein bisschen was muss hier noch gemacht werden, ein bisschen was muss hier noch absolviert werden. Ich danke euch bis hierhin auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen und gerne auch nächstes Mal wieder reinschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.